Hallo, meine Management-begeisterten Lehrdirektoren und herzlich willkommen hier bei einem lauschig-flauschigen Let's Play Let's School, wie ihr euch das gewünscht und abgestimmt habt. Wir hatten ja das einfach mal als Abstimmung, jetzt mal nach 7 Days to Die, nach heftigen Survival und Überleben und Sombos gehen wir mal ein bisschen in die Management hinein. Bei Let's School, ich habe das Spiel einfach mal gesehen, fand das super interessant jetzt gerade. Es ist auch noch eine Angebotsserie von 15 Euro. Vorab, weiß ich jetzt nicht viel, außer dass wir halt eine Schule managen. Ich habe mal ganz kurz reingeguckt, um, wie ihr natürlich feststellen könnt, hier das ein bisschen zu gucken. Passt das so von der Spielqualität etc.? Wir werden, es gibt ein freies Spiel, wir werden aber den Karrieremodus mal wählen. Und da gibt es halt zwei Variationen. Da haben wir das Sakura-Tal und zum anderen haben wir die Pfingstrosenquellen. Eine Stadt am Fluss mit langer Geschichte, wo ich hier gar nicht mit dem Fluss sehe. Hier haben wir so einen Kanal. Die Dinger sind noch bis jetzt recht gleich. Wobei ich das hier irgendwie so vom Aufbau interessant finde, ne? Aber das hier hat auch ein... Wir nehmen mal das. Wir nehmen eine ruhige Stadt am Fuße des Hügels mit einem schönen Fluss. Schwierigkeit natürlich, wie immer, was wir machen, ist schwer. Wir könnten das personalisieren. Das möchte ich aber nicht machen, weil wir wollen einfach nur die Schwierigkeit schwer machen. Wir können es ultra schwer machen, aber wir nehmen immer das Schwierigste vom Spielvorgabe her. Hardcore Co. und so, wenn es hier drin wäre. Ja, ansonsten, nö. Okay, dann bestätigen wir mal das Ganze. Und dann geht das auch schon los. Die Grafik finde ich sehr süß dargestellt. Brief vom alten Schulleiter. Seid gegrüßt, Kleiner. Hier spricht der Rektor deiner alten Schule. Wenn du diesen Brief erhältst, werde ich bereits die Welt bereist haben. Erinnerst du dich noch an deine alte, heruntergekommene Schule? Nun, ich habe den Schatz des Rektors irgendwo auf dem Schulgelände versteckt. Er gehört dir, wenn du diesem Ort wieder Leben einhauchen kannst. Deshalb habe ich dich eingeladen, meinen Platz als Schulleiter einzunehmen. Geh und verfolg deine Träume, Kleiner. Jo. Ja, Max Müller, oh, das ist ein sehr guter Name. Okay, die Grafik ist schon mal richtig süß. Ich finde schon wieder irgendwie stylisch. Wer sind wir denn? Wer sind wir denn? Was sind wir denn? Oh, diese Namensgebung ist immer so ein bisschen, wisst ihr? Da habe ich immer so meine Problematik, das dann zu geben. Heißt denn so zum Direktor sein? Genau. Wir sind der Malte. Freudig sehr. Nee, freudig. Wir sind der Malte, freudig. So. Jetzt haben wir erstmal eine Körperhautfarbe. Was haben wir denn hier? Ja. So könnte man das machen. So sieht es eigentlich ganz süß aus, so von der Hautfarbe. Jetzt sind wir ein großer oder ein kleiner? Ein großer und ein runder? Oder machen wir klein und rund? Das ist auch immer interessant. Also, ich bin Malte freundlich. Hallo. Bei mir steht alles ein wenig drüber, drunter. Und die Hose, die ist eigentlich zu groß für mich. Nein, wir machen das natürlich schon so ein bisschen passend. Die sind aber auch ein bisschen größer. Gewicht haben wir ein bisschen. Ach du Heiliger. Ich bin ein Bleistift. Ich habe eigentlich den Bleistiftberuf gewählt, aber nein. Wir werden. Ja, so sieht ganz okay aus. So. Unsere Frisur. Das ist aber typisch so die japanischen. Was sind die japanischen Animes, da war? Hey, yo! Das ist genial. Ja, wir werden der. Das denkt man eigentlich immer so von den Schulleitern, ne? Schöner wäre es, wenn er die Tolle nach hinten gehabt hätte. Wir werden. Ja, der kleine Schönling, der glatt rasierte. Haare nach vorne Kerl. Das ist hier. Oh ja. Genau, wir sind so der Malte freudig ist, so Mr. Yeah. Mal, kann ich hier auch ein Bart machen? Ey, ich will ein Bart haben. Hallo? Oh, hier ist dann Haar. Jetzt habe ich Haare, aber ich will auch ein Bart. Kleidung. War ich jetzt eher wie eine Dame? Vom Stil aus, ja, wobei. Ja, das können wir machen. Oh ja.
Ja, hallo, ich bin Malte Fröhlich. Nee, wenn, dann machen wir. Oh ja, so Kunst. Er war früher Kunstlehrer. Das würde so passen. War das noch nicht eins von beiden mal? Ich finde den Schokolade, aber ich finde ein bisschen too much. Aber das ist Malte Fröhlich. Guck mal, hier geht's ja noch weiter. Was soll das sein? Da war ja mal aus dem Footballteam. Hier ist er aus dem Rennteam. Und das ist mir. Nee, das ist so. Ich fand das. Warte mal. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber hier ist er so ein bisschen Sport. Also ein bisschen sportlicher Typ. Ja, er ist ein sportlicher Typ. Malte Fröhlich ist sportlicher Typ. oh, guck mal. Ist ja süß. Ist ja cool. Viele Auswahlmöglichkeiten und Schuluniform, Uniform für Jungen, Uniform für Mädchen. Oh ja, das finde ich zum Beispiel ist ein wunderbares Ding. Die Uniformen finde ich toll, finde ich eigentlich, ganz ehrlich, weil das eine Menge herausnimmt. Ja, aber jetzt müssen wir mal gucken. Wie ist denn My School? Das hört sich ja auch wieder an. Genau, das ist die Enton-Schule. Ne, die Enton-Schule? Machen wir die Enton? Ne, Enton-Schule ist auch langweilig. Das passt auch wieder nicht. Wie könnte man dann eine Schule benennen eigentlich vom... Ich würde ja auch so ein bisschen am... Nee, nur so ein Dreieck ist ja auch langweilig. Oh, das sieht auch cool aus. Aber das sieht ein bisschen so. Das sieht auch gut aus. Weiß zwar nicht, was es heißt, aber ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Was haben wir denn hier für eine Farbe? So, guck mal, jetzt haben wir hier mal ein bisschen grün. Aber welches. Ach so, das wäre nur dieser Zusatzlogo. Okay, gut. Dann kannst du den mal ein bisschen dunkler. Oder wir machen den mal. Ja, gefällt mir besser. Ja. Auch wenn ich noch nicht den Namen der Schule habe. So. Jetzt ziehen wir den auch ein bisschen so runter, dass er so ein bisschen orangelig ist. Farbe 2 ist der dann, ne? Okay, Farbe 2, dazu so ein schönes Schwarz. Und der Hintergrund, nee, der passt rot nicht. Ja, so ein Gold, so ein bisschen golden, ne? So, ja. Das passt mir sehr gut. Genau, so sieht dann erstmal unser Schullogo aus. Und, machen wir denn da? Stuhlname, My School, das hört sich doof an. Das ist die Friedleben-Schule. Nee, Friedleben ist auch langweilig. Ich bin sowas von schlecht in Schulnamen oder allgemeinen Namen gewisst. Da habe ich immer gar nicht so die Kreativität. Also, Wie nennt man das? Die heißt ja immer so Hakuru-Schule oder bei uns hier, da gab es damals ja, manche nennen ja auch die berühmte Namen wie Anne Frank, glaube ich, gab es ja ganz häufig immer vertreten oder nach irgendwelchen Professoren oder sowas. Schule. Wir nennen uns Schule. Es sieht auch sehr friedlich aus. Also, so eine Schule wäre auch schon interessant gewesen. Ja, ich bin gleich bei euch. Ich weiß, das, also, da hätte ich mich vorher, ich habe es aber gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur durchgeklickt, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen wollte. Dass wir das da halt hineinbringen. Wenn ich nach dem Logo gehe, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel das hier, genau. Enterisch. Unser Schuhname ist Enterisch. Ja, Enterisch. Nein, ich hab den. Okay, ich war zu schnell, aber weißt du was, dann ist es halt so.
Hallo, ich bin euer neuer Schulleiter und was habt ihr mir denn? Willkommen an Enterisch. Ach du Heilige, hier sieht's aber aus. Oh weh, da ist eine Wand. Na, hallo. Bist du der neue Schulleiter? Mein Name ist Linda Taylor. Ich bin deine Assistentin. Schön, ich kann dir bei allen Schwierigkeiten helfen, die du an deinem neuen Arbeitsplatz haben könntest. Ich bin zwar unerfahren, aber ich arbeite daran. Da sind wir schon mal zwei dafür. Es ist nicht einfach, als Schulleiter zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie du in dem Bereich vorankommst. Ich brauche Unterricht. Versuche die Kamera zu verschieben, um durch die Schule zu patrouillieren. Rechtsklick? Ja, okay. Na gut, Tastatur, Q, W, E. Das Gebäude hat tatsächlich mehrere Ebenen, deshalb zeige ich dir jetzt die obere Ebene. Eine Ebene höher. Warte mal, was? Da ist noch ein Raum drin? Oh, da sind Dinger. Um zurück auf die untere Ebene zu gehen. Okay. Sieht so aus, als hätte schon einen Dreh raus, wie man das Festplatte anpasst. Gut, dann schauen wir mal, was wir tun müssen, um eine Schule zu leiten. Hallo Schulleiter, zunächst einmal wollen wir unsere Ziele vorstellen. Wir müssen zunächst Schüler aus der ganzen Umgebung aufnehmen und ihre Bedürfnisse befriedigen. Zweitens, bringen die Schüler in den Unterricht, damit sie Wissenspunkte sammeln. Drittens, hilft den Schülern ihr Ziel zu erreichen, das Fach ihrer Träume zu studieren. Viertens, wenn die Schüler ihre Ziele erreichen, erhält die Schule Beitragspunkte, die zur weiteren Verbesserung der Schule verwendet werden. Du musst die Akademiepunkte erhöhen, um die Akademie zu renovieren, neue Schüler aufzunehmen zu können und mehr. Erreiche als nächstes einen höheren Punktestand, um das Upgrade der Akademie durchzuführen. Wir wollen die Besten sein. Okay. Na, ich grüße dich, Direktor. Ich werde dein Bauberater sein. Brick Johnson. Dieses Gebäude wurde seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Ich bin sicher, du nicht willst, dass dieser Ort wie eine Müllhalde aussieht. Also lass uns erst einmal aufräumen. Klick auf Abreißen, um Einrichtungen, Möbel und andere Sachen zu entfernen. Okay. Entferne Räume? Oh. Gut, und jetzt muss ich was? Noch mehr Räume entfernen? Ach so, wenn der Raum so weg ist, dann werden die auch gleich repariert. Dieses Schulgebäude war niemals so ordentlich und sauber. Nun können wir uns... What? Können wir uns auf das neue Schuljahr freuen. Fangen wir mit dem Bau eines Klassenzimmers an, an dem jeder Schüler seinen eigenen Sitzplatz hat. Na, klick auf die Bauanzeige, um deine Schule zu bauen. Dieses Feld enthält Strukturen, Einrichtungen, Möbel und andere Bauwerkzeuge. Klicke auf Einrichtungen. Klicke auf Klassenräume auswählen. Hier ist dann das der Eingangsbereich. Gut. Hast du auch ein paar Fenster? Nee, das ist die Tafel, wa? Warte mal. Was habe ich da jetzt? Tafel. Das ist der... Warte mal. C? Okay, bei mir ist es übrigens Y, ne? Warte mal, der macht ja den Bereich. Oh, warte mal. Das ist aber doof. So, um den ganzen Raum zu kriegen, wäre es eigentlich am sinnvollsten, wenn wir das so machen. Schülersitz. Oh, das ist schon schwierig hier. So. Dann können wir hier einfach einen machen. 2, 3, 4. Warte mal, den müssen wir nochmal nehmen. Nehmen wir mal den und dann packen wir den dahin. So. wir haben nur 38.000 G. G. So, das passt. Unterrichtseffizienz, Verwaltungsaufwand, Schwierigkeit vom Management. Einrichtungsmanagement. Okay, was haben wir hier noch? Brotdosenhaken. Natürlich machen wir auch noch Brotdosenhaken ran, damit wir das auch noch haben. Was haben wir? Altes Pult. Dann haben wir altes Podium. Was ist ein altes Pult? Ach, das, wo die sitzen. Dekoration. Was kann man da noch machen? Katzensand? Was? Wieso Katzensand? Wo die Katze hier geschüttelt? Ja, aber warum sollte ich Katzensand da reinpacken?
Okay. Eine Uhr muss da sein, damit man zeigt, kann man die Zeit. Okay, Türen und Fenster, das haben wir ja hier. Lichter. Temperatur, was ist das? Eiswürfelbehälter, eine eiskalte Lösung gegen Hitze, sorgt beim Schmelzen vorübergehend für Abkühlung. Okay, ja, dann sind wir hier erstmal fertig. So, wir haben unser erstes Klassenzimmer gebaut, ja? Okay. Personaleinstellung. Warte mal. So, platziere 6 Pulte. Ah, okay, ich muss 6 Pulte in das Klassenzimmer legen. Das, ah, guck mal, mit der Maustaste kriegen wir das auch aktivieren. Dann müssen wir wieder damit in den Baummenü. Dann machen wir hier noch so ein altes Pult hin. Können wir den mal so ein bisschen nehmen? So besser? Nee, so ist es gar nicht besser. Warte mal, da sitzen die am Rand. So, dann sitzt da einer. Und da einer. Ich weiß ja nicht, wie weit die dann auch da rein können. So. Klicke jetzt auf Absicht, um die Bearbeitung zu verlassen und diese zu speichern. Sehr schön, dann haben wir es gemacht. Hallo, ich bin Edison Liu, der pädagogische Berater der Schule. Die Schüler sind das Fundament der Schule. Besuche zuerst die lokale Gemeinschaft. Was? Hier versammeln sich die Schüler aus unserer Gemeinschaft. Es gibt viele Kinder in diesem Gebiet, die schnell zur Schule gehen sollten. Wir können hier die Zulassungsstelle renovieren, sodass die Schüler ihre Anträge abschicken können. Was? Wie soll ich denn das machen? Warte mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Aufgeben? Was? Wo ist denn unsere Schule? Da ist irgendeine Ablage. Ach so, hier ist unsere Schule, ja, okay. Unsere Schule ist hier. Und hier drüben ist das Ding. Ah, okay. Aufnahmerenovierung, Kosten für den Bau 334. Teil zur Schülerart. Vergesslich. Okay, ja. Willst du wirklich hier rekrutieren? Durch die Einrichtung des Aufnahmerenovierung hier werden wir regelmäßig neue Bewerbungen von Schülern aus diesem Gebiet erhalten. Gemeinde bringt neue Schüler voraussichtlich 12 Einschreiben pro Woche. Technische Universität Dresden. Was? Belohnung für den Prüfungsabschluss pro Schüler 700. Der Begeisterungswissenschaft, das Belohnung für volle Punktzahl bei der Prüfung pro Schüler. Ah, okay. Ah, okay, die sind jetzt alle, dass die zu uns kommen wollen. Aufnehmen minus 5, minus 5, minus 5, minus 5. Wenn wir jetzt alle einschreiben, gehen wir hier runter, wie scheint. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, müssten 25 pro weniger jetzt dann, ne? Ah, okay. Es ist Zeit, neue Schüler in den Klassenraum zu setzen und einen Klassenlehrer einzusetzen. Okay, jetzt muss ich hier wieder raufklicken. So, und jetzt muss ich hier... Guck mal, die wollen alle an die Technische Universität nach Dresden. Klassenlehrer verwalten Schüler und reduzieren... Klassenlehrer verwalten Schüler und reduzieren die Management-Schwierigkeit ihrer Oberstufeneinrichtungen. Klassenlehrer mit starkem Management können auch die Disziplin der Schüler im Zaum halten. Wir haben gerade zu wenig Lehrer. Wie wäre es, wenn du mich als Klassenlehrer auswählst? Okay. Was, wir sind 40? So alt bin ich noch nicht. Die Vorbereitungen für den Unterricht sind abgeschlossen. Lass uns die Zeit beginnen. Wenn es Zeit für die Schule ist, kommen die Schüler und Lehrer, um den Schulalltag zu beginnen. Okay, wir sollen dann da drauf klicken. Okay, dann würde ich sagen, ganz kurz gleich wieder da. Ihr wisst es ja, wer bei mir schaut, muss man dran denken. Zwischendurch kommt so ein Häuschen. Aber der wird nicht groß gekartet, weil es nur so ein Mini-Päuschen ist, weil ich dann in dem Moment immer mich gerade wieder mit den Kindern oder sonstiges bin gleich wieder da. So, dann wollen wir weitermachen. Also, unsere ersten Leute, die in die Klasse kommen. Was haben wir denn hier so fein? Das Album öffnen, was ist das hier? Weißt du, wir können Bauarbeiten machen. Ich glaube, das ist so unser Zimmerchen, ne? 7 Uhr in der Früh. Oh, warte mal, wer ist denn das da? Ach so, das sind wir. Ja, willkommen, meine Freunde. Hallöchen. Was? Unsere Eltern sagen, dass wir nicht klug genug zum Lernen sein, aber wir haben ihnen nie geglaubt. Ich hoffe, dass Enterich allen in Drachenberg helfen kann, unsere Träume zu verwirklichen. Was will ich da? Die Hühner sind zum Lernen bereit. Setze noch heute einen Kurs für sie fest, damit sie in ihr Schulleben einsteigen können. Das ist die erwartete Prüfungsleistung der Schüler in der Klasse.
Das, aber warte mal, ich will aber... Okay. Die Schüler erhalten die Wissenspunkte des jeweiligen Kurses durch den Besuch des Unterrichts, aber jeder Schüler braucht für sein Ziel unterschiedlich hohe Beträge an Wissenspunkten. Plane bitte dementsprechend. Warte mal, was? Der braucht zum Beispiel Sport. Der braucht Naturwissenschaften. Okay. Du musst die Kurse so einteilen, dass die Schüler einen genügenden Betrag an Wissenspunkte erhalten, um ihr Ziel für das Semester zu erreichen. Im Klassenzimmer gibt es ausreichend Sitze, aber keine Schüler. Fallen durch, bestehen, voraussichtlich die volle Punkte. Wow. Auf der rechten Seite siehst du die vorhergesagten Prüfungsergebnisse. Bemühe dich darum, dass mehr Schüler die Prüfung schaffen und grün werden. Tatsächliche Wissenspunkte, Zielwissenspunkte. Jeden Freitag wird eine Prüfung durchgeführt. Die von Schülern tatsächlich erhaltenen Wissenspunkte bestimmen über ihr Ergebnis. Schüler, welche ihr Wochenziel erreichen, werden der Schule einen Beitrag zukommen lassen. Immer wenn die Prüfung beendet wird, wird für die Schüler die Klasse erhöht. Nach der dritten Prüfung kommt auf die Schüler der Abschluss. Schüler, welche den Standard nach der dritten Prüfung erreichen, werden in die eigenen Zielvorgaben aufgenommen, wodurch weitere Beiträge der Schule vergütet werden. Als nächstes versuchen wir, den Unterrichtskurs so zu organisieren, dass die Schüler die erwarteten Prüfungen bestehen können. Okay, danke dir. Achso. Wähle die Kurse, von denen du etwas planen möchtest und drücke oder ziehe, um sie zu konfigurieren. So zum Bleistift. Alle fallen durch. Das ist Wissenschaftskurs. Das ist... Malen? Warte mal, wenn ich jetzt bei allen... Ja, danke, ich hab's verstanden. Wenn ich jetzt bei allen mal hier so machen wollen würde... Wir haben immer Wissenschaftskurs in der ersten Stunde. Warte, wir haben nur 4 Stunden? Nur 4 Stunden? Okay. Ach, schön, ich gehe noch. Was? Ach so. Du kannst nur eine bestimmte Anzahl machen. Ah, okay, das ist interessant. Gut. Okay, das ist schon mal interessant. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben für 20. Und danach haben wir Naturwissenschaften. Mit Malte Freundlich. Wir unterrichten. Danach machen wir Kunst. Ach, Kunst haben wir noch gar nicht. Oh, wir haben nur 2 Fächer. Oh, wir müssen also mehr Lehrer einstellen, wenn wir da was erreichen wollen, ja? Oh weh. Guck mal, wir können gar nicht so viel hineinpacken. Oh wei. Was ist denn das jetzt? Nein. So, aber wir bestehen das nicht, weil wir alles nicht haben. Okay, aber warum kann ich jetzt keinen mehr davon machen? Ach doch, jetzt geht's wieder. Können wir nochmal den reinpacken? Sehr gut. Mit diesen Schulstunden dürften alle Schüler ihre Prüfung bestehen. Denk daran, den Unterricht in Zukunft so zu planen, dass die neuen Klassen noch rechtzeitig fertig werden. Das sieht aber komisch aus, oder? Aber warum habe ich 13? Ach so, meine Fähigkeit ist 13. Das ist interessant. Auweia, Baby. Halt uns hier mit, um den Zeitplan zu kopieren. Ah, okay, das geht auch. Also ich könnte auch so... warte mal, ich glaube hier, genau, ich könnte dann auch sagen, das ist derselbe Plan wie da und das ist dann ja auch am Dienstag, machen wir auch nochmal wie Freitag. Freitag machen wir wie Dienstag. Okay, weißt du, okay, warte mal ganz kurz, gleich wieder, da bei mir klingelt ziemlich gerade. So, dann haben wir das. Okay, wir bräuchten neue Lehrer, aber ich kann, glaube ich, noch nicht mehr einstellen, ne? Warte mal, für dich ein Kunst. Unverteilt, Personal einstellen. Ne, das geht noch nicht. Okay, gut. Also müssen wir erstmal mit dem, was wir haben, weise eine Woche an Kursen für eine beliebige Klasse. Wir brauchen aber 18 von 20. Warum ist das gesperrt? Ach so.
Unterrichtskurs nicht freigeschaltet. Ein nicht freigeschalteter Unterrichtskurs erscheint im Stundenplan und weist darauf hin, dass man in diesem Unterrichtskurs nicht lernen kann und schauen muss, wie man weitere Kurse freischaltet. Okay, jetzt geht auch die Uhrzeit weiter. Es sind 7 Affen im Baum und 1 Affe auf dem Boden. Frage, wie viele Affen gibt es insgesamt? Warte mal. Warum ist denn aus grundlegender Wissenschaften auf einmal alle geworden? Und den kriege ich auch noch nicht. Ach so. Okay, den kann ich noch freischalten. Und das hier ist unverteilt. Unverteilt. So, wie kann ich Personal einstellen? Hallo? Okay, so, warte mal. Keine Mission verfügbar gerade, okay. Abreißen. Okay, die Kinder gehen jetzt alle zur Schule und dann lernen die jetzt erstmal hier. Oh. Oh. Jo, ja, ne? Ich glaube, der Fehlwort. Ich glaube, wir bräuchten nochmal ein bisschen Fenster. Guck mal, hier machen wir ein schönes Fenster rein. Finde ich mal cool, wenn du Animes guckst, da hast du auch immer so Fenster an den Seiten. So, und dann können wir mal hier auch noch so ein Fenster machen. Wobei, warte mal. Von hinten wäre am besten nochmal so ein Fenster, dass von hinten nochmal Licht kommt. Und wir brauchen Lichter. Das ist eine Glühbirne und das sind Glühlampen. Dann kannst du einmal einen hier hinstellen. Und hier hinstellen. So, fertig. So. Wir wollen ja nicht, dass unsere Schüler die ganze Zeit... Oh, jetzt geht's los. Unser Unterricht. Naja, gut, du kommst hier in die Schule rein und zerbrochene Mauer. Ach du Heilige. Die Zufriedenheit der Akademie erhöht sich auf groß. Okay, warum sind sie zufrieden? Sind aber eher mäßig. Kann ich noch mehr Lehrer einstellen? Hm. Da gibt's erst... Ah, okay. Oh, verdammt, ist das viel. Du hast dich in letzter Zeit nicht gut diszipliniert. Achte auf die Hygiene. Wer ist nicht da? Wir haben nur 5 Schüler. Achte auf die Hygiene. Was? Was ist das für ein Unterricht? Wir müssen darüber nochmal sprechen. Warte mal, wenn ich das jetzt mache. Bestätigen. Oh, guck mal, du kannst das sozusagen hier abreißen. Dann ist das weg. Leute, du kannst da einen Bandschaden noch reinmachen. Kriegen wir dafür nochmal Geld? Nö, eigentlich nicht. Aber sieht schon ein bisschen besser aus. Warte mal. Oh, da ist auch noch was. Noch ein Wandriss. Holy Macaroli. So. Unser Unterricht läuft. Sehr schön. Also, wir sind jetzt gerade noch in der ersten Stunde. Boah, guck mal, du kannst, glaube ich, das ganze Ding hier noch erweitern, dass das Gelände noch größer... Oh, das ist ein richtig schönes Spiel mal für zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, ich glaube, du musst dann hier Platz Nummer 2. Du musst die vorherige Parzelle kaufen. Nummer 1 ist dann das hier, wa? Nee, ist Nummer 6. Dann bist du Nummer 1. Oh, okay. 34.000. Du bist ja fast das ganze Geld. Okay. Voraussichtlich bestehen alle Bewerber, Prüfung countdown in 4 Tagen. Schüler, die nicht in Klasse zugewiesen sind, werden die Prüfung nicht ablegen. Ah, okay. Abteilungsmanagement, Büro des Schulleiters. Und dann hast du hier Gesamtstatus des Managements. Okay, hier ist noch nicht viel los. Ich glaube, das schalten wir erst noch nach und nach frei, ne? So, was haben wir jetzt hier? Szenenmodus? Was ist ein Szenenmodus? Ah, okay, ich kann... Oh, man kann soweit alles ausblenden. Das finde ich auch toll. Warte mal, wäre das nicht so ein bisschen? Warte mal. Ich kann doch, glaube ich, die Wände wegmachen, ne? Oder so teilweise, nur genau. Aber die Fenster bleiben.
Okay, da war wieder das Telefon, was gebümmelt hat. So, warte mal, wenn wir jetzt einen Szenenmodus machen. Ha! So. So. Fleißiges Lernen hier bei uns in Entrich. Was ist der Schulleitermodus? Ne, warte mal, da war irgendwas mit Schulleitermodus. Wo ist denn der Schul? Hallo Herr Schulleiter, ich bin Frau Süß, Lebensberater der Schule. Die Schüler wünschen sich einen Pausenraum für Wasser und um das Schulleben zu verbessern. Muss diesem Wunsch möglichst viel entgegengebracht werden. Wo kommen die denn mal her? Oh, guck mal, langsame Geschwindigkeit, das ist die Standardecke. Boah, das ist ja richtig toll. Ein Pausenraum. Okay, pass mal auf. Als allererstes müssen wir hier natürlich ein bisschen, ne, aufräumen. Wir räumen jetzt hier erstmal ein bisschen auf, okay? Nee, doch, 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 ist richtig. Aufräumen. Und aufräumen. Und aufräumen. Dass wir den Raum, dass wir die Räumlichkeiten hier mal ein bisschen freiräumen von allem Möglichen. Und wir gucken natürlich auch, dass wir ihr wisst schon, von der Zeit her nicht überschreiten, ne? Jetzt an der Haupttür, aber die ist doch, glaube ich, kaputt, oder? Nö, die ist gar nicht. Gut, dann müssen wir wieder ins Bauen zurück. Wir brauchen ein... guck mal. Pausenraum. Pausenraum. Müssen wir mal gucken, dass wir das so ein bisschen machen. Kann man den Haus, das Haus nicht ein bisschen anders bauen noch? Kann man, wenn das so ein bisschen machst? Aber so machen? Und ich würde den gerne noch ein bisschen... Kann ich ihn nicht noch erweitern? Ich würde nicht nur mal so eine Vierecke bauen. Ich würde gerne daraus noch was anderes machen. Ich würde gerne noch weiter bauen. Einrichtungszone erweitern. Genau. So würde ich es machen. Ja, so sieht... ja. So ein kleiner, großer Pausenraum schon mal. Ist ein bisschen zu groß, oder? Wollen wir hier ein paar rausnehmen? Guck mal, kann man eigentlich noch das hier wegmachen? Hat er so einen schönen kleinen Pausenraum? So, okay. Unzureichende Menge. Was will er denn haben? Eine Warmwasserstation. Die stellen wir mal hier erstmal hin. Tassengestell. Kommt ums Eck. Und ein Wasserkessel. Den stellen wir dann hier hin. So. Unzureichende Menge. Wie soll ich denn jetzt Einrichtung erreichbar? Um sicherzustellen, dass die Einrichtung von draußen erreichbar ist, sind die... Achso, ja, ist natürlich klar. Wir machen natürlich hier den Eingang hin. So, Warmwasser, Teegestell, haben wir alles da. Da können Sie zumindest einen ganz kurzen Pausenraum sich nehmen. Warte mal. Pausenraum wurde errichtet. Die Schüler können hier ihren Durst stillen und reichlich Wasser trinken, was dem Körper gut tut. Ja, warte mal. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ich muss hier noch mal ganz kurz rein. Denn eine Sache mal wieder vergessen. Wir sollten auch ein paar Fenster reinmachen. So, schön beim Teekessel. Hier noch ein Fenster, da noch ein Fenster. Und wir sollten einmal noch ein schönes Lämpchen anbringen, dass wir da drin auch ein bisschen Licht haben, ne? So, dann machen wir das jetzt zu. Machen wir zu. So. Aktivieren. Achso. Ist aktiviert. Ist doch aktiviert, oder? Fertig. So. 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 Und weiter geht's. Meine Güte, haben wir auch schon mal einen Kaffee geholt, ne? Und dann? Ja, was dann? Dann und dann. Ich kann ja eigentlich so alles so ein bisschen verkaufen, ne? Um mir nochmal ein bisschen Geld reinzuholen. Ich gehe. Warte mal, ich glaube, ich kann, wenn ich das hier mache. Nee, okay. Ah, sehr schön. Achso, das glaube ich, das ist das Klo, war. Talent, es sind neue Bewerbungen eingegangen. Eine Person, es sind neue Bewerbungen eingegangen. Zwei Personen. Was? Wo? Wer? Schulleiter. Schlüpft das für eine Katze? Schlüpft das für einen Panda? Oh ja. Panda-Ei. Oh, süß! Panda? Warum habe ich jetzt einen Panda bei mir? Hier so den kleinen Tischen, ein
diesem ein neues Zuhause gegeben. Was heißt denn das? So, das ist Lucy übrigens, meine Freunde. Lucy läuft jetzt hier herum. Und ich bin jetzt eher fasziniert von meinem süßen Panda, der jetzt hier herumläuft. So, nein, ich wollte das nicht. Ich wollte das hier. Tja, Schularbeiten beginnen, was? Was ist das? Schulleitermodus? Jetzt kann ich hier... Oh, cool! Ich kann... Olotski, Lolinski. Ich kann mit dem Schulleiter rumlaufen. Das bin ich jetzt mal... Aber warte mal, ich hab irgendwo was bekommen. Ah, Hilfe! Zeitungsmanagement. Ich habe hier irgendwas. Gesamtstatus ist Manage. Pausenraum, das ist Schüler... Wo habe ich die Lehrer? Warte, stopp! Was ist das? Stundenplan. Unverteilt. Ja, ja, warte mal. Ich habe doch gerade... Ich habe doch... Warte mal. Ah, da! Wir haben Koch und dann Sicherheitspersonal? Was kann ich denn jetzt? Lehrer-Recruiting? Das ist ein Kunstlehrer. Das ist ein Wissenschaftslehrkraft. Lehrer für Geisteswissenschaft. Was? Also ein Kunstlehrer wäre, finde ich, sehr gut. Was hat er da? Benötigt Schule Level 1, um zu rekrutieren. Der ist eigentlich schon Zweier. Der ist ein Wissenschaftslehrer. Dann könnte er mich ersetzen. Und Zertifikat an Anfänger Naturwissenschaft. Unterrichtskapazität plus 2. Boah, kostet mich... Aber weißt du was? Wir können den einstellen. Und den würde ich mal einstellen. Und dann würde ich gerne den Unterricht noch mal ein bisschen Stundenplan noch mal neu machen. Und dann würde ich nämlich hier gerne Jung alles ändern. Herr Joe Jung wird dann nämlich reingehen. Und wir haben jetzt Kunst mit Hannah Meyer. So, damit könnte man... Oh, aber mit Kunst fallen sie durch. Hier bestehen einer fällt durch. Warte mal, nee, pack mal da rein. Wenn wir vorhin haben doch Freunde sind, alle doch durchgekommen. Ach du Heilige. Vier fallen durch. Warum fällst du durch? Du bist, warte mal. Weil Geisteswissenschaftspunkte reichen nicht aus. Ach du Heilige, warum denn das? Muss ich nochmal einen Unterricht mehr machen? Fünf fallen durch. Hier. Fünf fallen durch. Ah, Hilfe! Vier schaffen. Warum fallen die jetzt alle durch, wenn ich überall... Ach so. Aber immer noch fällt einer durch. Ach so, genau. Und hier konnte ich ja jetzt... Warte mal. Genau, warte mal. Ich konnte nicht so viel machen. Ich kann ja jetzt das... Nur diese Unterrichtseinheit ändern. Jetzt konnte ich ja hier wieder einen neuen reinpacken. Ne, warte mal, hier muss ich auch nochmal ändern. Joey John, nur diese Unterrichtszeit. Machen wir Algebra durch und dann machen wir hier nochmal neu rein. Ne, geht immer noch nicht, hä? Und wenn ich Joey Jung hier auch nochmal ändere, nur diese Unterrichtszeit ändern. Verdammt, die fahren alle durch. Was habe ich gemacht? Kann ich das irgendwie zurücksetzen? Wie war das mit dem Kopieren? Fünf bestehen. So.
5 bestehen. Ja, wenn ich jetzt hier noch das reinsetze, habe ich zumindest eine Sache geändert. Und wenn ich jetzt hier daraus, warte mal, wenn ich jetzt hier daraus Joe Young noch draus mache, nur diese Unterrichtszeit ändern. Sehr schön, dann habe ich wenigstens einmal ein... Oh Gott. Warum kann ich den dann, warum, der hat nur 10? Läufigkeit, Kursanforderung 10 von 12. Ach so. Der ist eigentlich schlecht. Unterrichtskapazität, Forschung, bestätigen. Kosten 10.000, 6,9 Tage bestätigen. So, den schicken wir jetzt los zur Weiterbildung, ja? Es kann auch sein, dass ich mich hier voll verhaue und wir das nochmal neu starten müssen. Aber das ist einfach so ein, wir finden das zusammen raus. Pass mal auf, wir machen mal ein bisschen, ich würde gerne den ersten Tag einmal abschließen. Das wäre schon toll. Die Menschen müssen immer auf Toilette und die Schüler haben den Bedarf an Toiletten. Kümmere dich schnellstmöglich darum. Okay, dann machen wir das. Ich brauche nicht genügend Damen- und nicht genügend Männertoiletten. Warte mal. Ich brauche jetzt Damentoiletten. So. Einrichtung. Was war das jetzt? Hier hoch. Hocktoilette. Ach stimmt, das ist ja die japanischen, das ist ein bisschen was anderes. So, dann hier noch ein... Oh, nee, nimm mal mir die bitte und pack sie mir mal bitte da rein. Genau. So. Okay, das haben wir geschafft. Und jetzt brauche ich noch die Herrentoilette, die wir dann hier ranpacken. Dann machen wir mal hier eine Tür rein. Und so lang. Okay, sehr schön, sehr schön. Haben wir erledigt. So, damit haben wir auch die Toiletten, ja? Was ist das? Siegesziel. Ach so, Sieg im Unterricht, zahlmäßiger Sieg. Also eins von denen muss ich machen, damit ich sozusagen das Spiel beginne. Abwehrbelohnungen. Ach so, da kriegen wir Geld und eine Funktion. Turnierherausforderung. Oh, wir haben ein bisschen Geld bekommen, weil wir das hier gemacht haben. Ah, okay. Wir haben jetzt aber keine Mission weiter, ne? Okay, gut. Unser Panda geht auf die Hock... Was ist denn hier los? Ich will immer mit Alt drehen, ne? Oh, diese Kirschblüte sieht auch schön aus. So, wie sieht's denn jetzt aus? Komm, Leute, wir müssen mal jetzt hier weitermachen. Sind die Schüler jetzt erstmal zufrieden? Oh, guck mal, wir sind bald bei Top Super Mega. Warte mal, wir haben neue Bewerbung. Talent ist neu. Die Lehrer haben schon mit der Fortbildung angefangen, erwarten nun eine gewisse Zeit, um ihre Fähigkeiten verbessern zu können. Trainingskurs für ihren Lehrer. Ja, das habe ich schon. Den habe ich nämlich jetzt reingepackt, damit der uns mehr Punkte bringt, damit der nachher besser ist dann als meine Wenigkeit. Ich bin locker. Oh, süß, haben sie sich auch miteinander unterhalten. Ich bin nervös wegen des... Ich bin schon eine Freundin kennenlernen. Malst du da einen Bart oder was ist das? Nee, das Mädel mit einer Zopf da. Oh, guck mal, die Schule ist zu Ende. Der erste Schultag neigt sich dem Ende zu. Alle freuen sich und gehen nach Hause. Die Klassenkameraden sind schon eine nach dem anderen nach Hause gekommen. Bald ist der erste Tag in der Schule zu Ende. Ich habe keine Ahnung, wie du dich fühlst. Jetzt müssen wir uns anstrengen, eine erstklassige Schule zu schaffen. Jo, das sehe ich so wie du. Und, ich glaube, wir sind dann fertig. Wir haben am Tag, machen wir jetzt immer ein Minus. Wir haben eine tägliche Schulgebühr von 585. Ich habe einen Lehrergehalt von 743, 130er da. Damit machen wir täglich ein Minus. Ich kann mir ein Darlehen machen, das bringt mir jetzt gerade nichts. Heutige Rechnung wurde generiert, minus 15.860 haben wir gemacht. So. Hier Schülerbewertung.
Aber das bringt mir doch gar nichts mehr. Ach, Bewerbungen. Das bringt mir jetzt aber gerade gar nichts, ne? Hier könnten wir Koch machen. Das bringt mir jetzt alles gar nichts, weil ich muss die erstmal am Lernen. Management. Forschungskapazität. Das müssen wir uns echt mal angucken. Da will man noch so viel zutun. Das Problem ist, ich habe jetzt, die bringen mir jetzt nichts mehr, wenn ich die noch aufnehme, ne? Ich müsste ja noch eine neue, noch eine Klasse einrichten, um das zu schaffen. Vielleicht machen wir erstmal nur eine, wir gehen das ganze Ding erstmal ruhig und friedlich an, oder? Wenn wir Klasse 1 von 1 haben, wir sind ja schon im Tag drin, ne? Genau, ich will einfach nur, dass sie es erstmal schaffen. Und dann gucken wir vor dem Unterricht. Aber wisst ihr was, Leute? Wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, für heute war Enterisch. War doch so, ne? Enterisch. Genau, wir sind bei Enterisch. Und Enterisch ist fertig für heute. Das heißt, ein Aufgeben. Oh, die sind schon lange verlassen, wenn man dort investieren würde, könnten die Schüler mit dem Tram zur Schule fahren. Auch Schüler, die weiter entfernt wurden, können zu uns kommen. Oh, cool. Kannst du sozusagen noch eine da investieren? Wollen wir so einen Hafen bauen? Oh, das sieht auch voll schön aus. Hier haben wir noch gar nicht so geguckt. Aber ich glaube mal für heute war es erstmal. Lass mich hier erstmal reinfinden. Ich brauche immer eine Weile. Ihr kennt mich. Aber wir schaffen das schon. Wir kriegen das schon hin. Jetzt allein schon der erste Tag, finde ich, hat viel Potenzial. Drachenberg, die Schüler aus dieser Region. Ah ja, Drachenberg für Einschreibung. Ich glaube, wenn wir nämlich dann noch hier das nächste machen. Je Zulassungsgeschwindigkeit mit der Zufriedenheit deiner Schüler verbunden. Je höher deren Zufriedenheit ist, desto schneller kannst du aufnehmen. Zulassungen, und was ist das? Investiere in Bauen. Wenn wir in eine Infrastruktur investieren, Propaganda für die Ausbildung. Ah, okay, wir könnten also hier auch noch ein bisschen was investieren, um die auch noch ein bisschen zu erhöhen. Überlege ich gerade, wo hier die Brücke, wo das hier hingeht. Ins Nichts. Ist auch irgendwie interessant. Ey, das ganze Spiel sieht interessant aus. Wir müssen auf jeden Fall weitermachen. In der nächsten Folge gucken wir mal erstmal, dass wir vielleicht ein bisschen dann beschleunigen und die Damen und Herren vorantreiben, dass sie ihre Prüfung bestehen. Das wäre nämlich toll. Und wir haben jetzt auch noch nicht viel. Wir haben noch eine Managementabteilung, Büro der akademischen Abteilung, in dem die Lehrkräfte normalerweise außerhalb des Unterrichts arbeiten. Hier haben wir noch ein Büro der Schulleitung, Forschungsraum. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Freizeit. Haben wir auch noch nicht viel. Da wird wahrscheinlich noch einiges freigeschaltet werden. Das liegt jetzt nur daran, dass wir jetzt gerade die Grundschule haben. Wir können ja dann auch gucken, dass wir vielleicht dann investieren beim nächsten Mal in noch einen zweiten Raum. Das wäre natürlich auch noch praktisch. Und dann könnten wir da... Ja, mein Guter, mach's dir gemütlich auf meinem Tisch. Dass wir dann da auf jeden Fall einen zweiten Raum, dass wir mehr Schüler einstellen. Das hätte natürlich auch einen Vorteil. Mehr Schüler heißt mehr Geld, mehr Leistung, schneller durch und dann würde das ja auch schon einiges bringen. Mindestens uns finanziell schneller vorantreiben, dass wir hier mehr investieren können. Die ersten Jahre haben es halt ein bisschen schwieriger und wir könnten daraus aber dann immer mehr halt bringen, ne? So, wir machen mal jetzt hier das ganze Kladderadatsch noch kurz weg, damit wir die Schule zumindest ordentlich verlassen. Das wäre schon mehr als rechtens. Und ansonsten, ja, wir haben immer noch einiges zu tun, ne? Also hier ist noch einiges zu tun. Aber um Zeit kommt Rat, ihr kennt das ja. Und dafür war es dann heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt hier so mal was Feins. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder, wenn wir dann versuchen, weiterhin die Schule auszubauen, die Schüler durchzubringen. Wir gucken, dass wir dann auch ein bisschen beschleunigen, damit wir die Woche rum haben. Weil ich glaube, es hat auch viel damit zu tun mit dem Zyklus, dass du das auch voranbringst, die Schüler durchkommen, damit du das nächste investieren kannst und immer weiter, immer weiter. Immer heiter sozusagen. Und wir gucken mal, dass wir dann vielleicht sogar schon noch ein zweit, wenn der andere rauskommt, dass wir vielleicht sogar noch eine zweite Klasse machen. Weil die Lehrer können dann auch dann eine Pause und dann können sie dann mal in den anderen Klassenraum, etc., pp., dass sie immer zu tun haben und hintereinander weg arbeiten.
die Schüler drin haben und uns über Geld freuen können. Ne? So, wir brauchen ja Geld, ist ja trotzdem ein Wirtschaftsspiel. Okay? Ja? Gut, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wie ich die Folge angeschaut habe. Und dann ist es endlich Gute bis dahin. Tschüss.